Herzlich willkommen zurück hier in der nächsten Aufnahme, beziehungsweise eher in der nächsten Folge, weil eine Aufnahme unterbrochen war das jetzt nicht wirklich, also eine Aufnahmeunterbrechung im Allgemeinen. Denn ich bin jetzt nach, sagen wir mal so etwa 2,5 Stunden, 3 Stunden, ich habe mich jetzt nicht großartig beeilt, nach einer kleinen Renderpause für die Folge, die gestern rauskam, weg gewesen. Habe die eben schnell durchrendern hochladen müssen, weil die ziemlich genau in etwa einer halben Stunde rauskommt. Und deswegen musste ich die halt sofort verarbeiten und hochladen und machen und tun. Deswegen bin ich also jetzt wieder hier und es gab so einen kleinen, Halbcut, ein Halbende der Aufnahme. Wir hatten das letzte Mal nicht allzu viel gemacht. Wir hatten einmal hier die Fließrichtung der Straße geändert und in der Hoffnung, dass hier hinten mehr Arbeitskräfte hinkommen. Und im Moment würde ich fast sagen, das sieht gar nicht mal... Obwohl, da fehlen einige Gebäude. Ich würde eigentlich sagen, es sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn nicht mehr so viele Arbeiter gesucht werden. Aber irgendwie ist es hier immer noch ziemlich leer. Aber gut, wir sind wieder bilanzentechnisch ganz gut im Plus. Das heißt, ich werde mich ein bisschen beeilen. Wir brauchen ein paar Commercials mehr. Haben wir noch irgendwo Platz, wo wir Commercials hinpflanzen könnten? Theoretisch hier unten. Da können wir mal hier... Moment, falsches Tool hier an die Autobahn, auch wenn ich das eigentlich nicht wollte, noch ein paar stellen. So, hier an diese Stücke. Dann haben wir da und darum auch noch, haben wir da noch ein paar Commercials. Ich hoffe mal, das gibt keinen Stau. Weil ich möchte jetzt gerade nicht unbedingt neue Gebiete ausweisen müssen. Hier könnten wir auch nochmal. Da haben wir auch noch nicht alles ausgewiesen gehabt. Da nehmen wir mal die geringe Dichte weg und machen da nur hohe Dichte hin. Dasselbe gilt dann für diese Seite. Wobei, da darf ich keine hohe Dichte hinmachen. Das geht nicht, weil wir da Bevölkerung haben und der Lärmpegel wahrscheinlich... Obwohl, Lärmkarte mal eben bitte. Da ist ein Bahnhof, das heißt, da wird sowieso jede Menge Lärm sein. Das ist die hier. Ja, da ist es sowieso schon unglaublich laut direkt hier an der... Warte mal, ich habe da so eine Idee. Könnten wir denn nicht, um den Lärm ein wenig rauszunehmen, Nadelbaum und Nadelbaum 2 draußen, könnten wir damit nicht vielleicht hier so einen gewissen Lärmschutz hinbauen? Geht das? Ich probiere das jetzt einfach mal aus, ob die Bäume jetzt hier den Lärm vom Bahnhof wegnehmen oder nicht. Ich habe da jetzt so einen ganz möglichst dichten Wald jetzt mir hier vorgestellt. Pflanzen wir da auch mal so ein bisschen zwischen Nadelbäume, weil die halt bis unten Nadeln oder Laub oder wie auch immer ihr es nennen wollt, eigentlich sind es ja auch nur Blätter, haben und damit möglichst viel Lärm hier hoffentlich wegnehmen. So, gucken wir mal jetzt auf die Lärmkarte. Ich würde sagen, das bringt überhaupt nichts. Okay. Schade. War jetzt eine Theorie, weil in der Praxis müsste ein relativ dichter Wald hier am Bahnhof ja doch ziemlich was bringen, aber ja, da treffen Theorie und Praxis aufeinander und damit war es das dann auch wieder. Ich hätte aber noch gerne, kann man denn hier, geht das? Kann ich hier so ein Wegchen machen? Nee, ne? Stimmt nicht. Ich könnte hier jetzt so einen Weg hin machen. Ich weiß noch nicht, ob der was bringt, ob die Leute da lang gehen können, aber erstmal ist da jetzt einer. Auf jeden Fall hätte ich gerne einen Weg von hier drüben, irgendwo, von so da, so. Geht das? Geht das? Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das geht nicht, das ist zu nah. So, von da in etwa? Nee, ist immer noch zu nah. Von irgendwo hier drinnen auf jeden Fall. Hier möchte ich bitte einen Weg haben, der nach oben führt. Nee, so bis da, dann sind wir oben. Dann kann ich hier überbrücken einmal nach da und kann dann da nach unten gehen. Zack, dann haben wir nämlich hier noch eine Möglichkeit, dass die Leute direkt aus dem Wohngebiet, und hier würde ich das gerne nochmal machen, direkt rüber zur Bahn gehen können und das hoffen... Ups, da geht's nicht, dann müssen wir mal dahin, da geht's glaube ich. Damit die einen möglichst kurzen Weg haben und die Bahn möglichst auch lang oft benutzen. So, dann gehe ich auch mal direkt nach oben, bauen das dann so nah wie es geht hier an die Schiene. Und dann nach unten, dass wir hier vorne... Na komm, na komm. So, dass wir hier unten auch direkt ran können. Laufen denn da jetzt Leute lang oder auch über den Weg hier? Ich glaube nicht, ne? Aber über die Brücke laufen schon mal Leute, das ist schon mal schön. Das würde ich dann gerne noch nach hier vorne verlängern. Nach da in etwa und dann nach unten. Wir können entweder beide oder ein Haus abreißen und reißen wir noch eins ab. Dann haben wir da nämlich auch noch eine Anbindung. Damit hier möglichst viele Leute halt diesen Weg benutzen. Dann baue ich mich hier nochmal irgendwo runter. Ist mir egal, das Haus muss ja sowieso dann weg. Das ist ja jetzt ein bisschen sehr weit gebaut. Das war ein bisschen doof. Kürzen wir nochmal ein. Wir machen das jetzt andersrum. Wir fangen hier vorne an der Straße an und gehen so weit nach oben wie nötig. So, und dann können wir uns da anknüppern. Ah, 55.000, immerhin. Ja, schön, wir können einen Flughafen bauen und so. Aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt in dem Moment haben, wo ich hier gerade Straßen bzw. Wege baue.
So, haben wir hier noch... Ne, hier haben wir auch keine Möglichkeit. Warum habe ich denn hier nirgendwo Fußwege hingebaut, damit die Leute hier mal zu Fuß gehen können und nicht immer so weit laufen, so viel mit dem Auto fahren müssen? So, da haben wir jetzt auch mal eine Verbindung. Dann müssten wir eigentlich auch hier in die Mitte irgendwie mal eine Verbindung bauen. Mal gucken, können wir das denn? Können wir denn einfach hier so ein paar Brücken rüber bauen und einfach eine Brücke über die Straße schlagen? Geht das? Also wenn wir ein bisschen weiter darüber gehen, vielleicht. Das Haus hier, das ist leider, ja, zum Glück für uns, es steht leider ziemlich falsch. Tja, Pech gehabt. Das heißt, wir könnten hier zwischen mal, ich versuche jetzt einfach mal hier zwischen den beiden Straßen eine Verbindung zu bauen. Haben wir schon mal, so, und dann von da nach, na, wieso ist das dümmliche Tap-In-Tool wieder an? Das will ich doch nicht so gut. Das Snap-In-Tool, das meinte ich. Das war jetzt gut gedacht, aber schlecht umgesetzt. Da müssen wir das nochmal anders machen. Wir ziehen uns jetzt erstmal hier die Brücke rüber. So, und dann geht's hier nach unten. In beide Richtungen oder nur in eine? Ich glaube, in eine reicht, weil sonst nehmen wir uns zu viel Platz weg selber. Na, so. Dann haben wir jetzt in beide Richtungen hier einen Anschluss. Können die Leute auch da über die Straße laufen und zum Bahnhof und so. Hier keinen Tunnel gebaut? Was sind wir denn für schlechte Arbeiter, also für schlechte Städteplaner? Kommt mir ja schon fast so vor wie in einer echten Stadt. Da denkt ja auch kein Mensch drüber nach, was praktisch wäre. Da baut man ja auch nur was Schönes. So. Und jetzt bräuchte ich mal einmal das und müsste hoffen, dass wir irgendwie... Ups. Das wollte ich nicht. Ich habe den falschen Knopf gerade gedrückt. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Nein, bleib doch mal. Nee. Merd. Ich wollte doch nur diese dumme... Jetzt baut sich da ausgerechnet in dem Moment, wo wir hier anfangen, einen Fußweg hinzubauen, baut sich da natürlich ein Aus auf. Ist klar. Ist klar, ist klar. So weit wie es geht auf die Ecke und dann nach oben. Hallo? Ach so, falsches Bautool. Verdammt. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man mit dem falschen Tool arbeitet. Angeblich geht auch das, das glaube ich gar nicht. Das Haus da auf der Ecke nicht zerstören, aber eins von beiden muss leider weichen, also ist mir jetzt auch egal. So, dann nehmen wir jetzt den Weg hier und schlagen hier eine möglichst enge Kurve. Ort bereits belegt, alle Orte sind bereits belegt. Komisch, dass es gerade noch ging, jetzt ist das dann alles viel zu eng. Ah, ich hasse das, dieses Bautool ist teilweise so unglaublich fragil, das gibt's gar nicht. Sagt ihr im ersten Moment, ja, kannst du bauen, gar kein Problem. Im nächsten Moment, nö, das ist zu eng oder der Ort ist bereits belegt. Das geht jetzt nicht mehr. Gerade ging das noch, jetzt geht das nicht mehr. Ach so, ja, ich bin ja der klügsten Einer. Jetzt habe ich hier so eine Brücke nach oben und wieder nach unten gebaut. Sehr clever. Ich mache das jetzt mal anders. Das ist einfach nur unpraktisch, was ich hier gerade baue. Das fällt mir jetzt erst auf, sorry dafür, aber... Es ist einfach unpraktisch. Wir bauen uns hier oben so hoch, wie es geht, hoch. Und stehen natürlich zu nah an der Kreuzung. So. Eine Etage nach oben. Und dann müssen wir das hier bitte an den Boden bauen. Na, komm schon. So, bis da. Dann haben wir da erstmal nur so eine dumm rumstehende Brücke ohne viel Sinn. Und der Rest kommt jetzt. Jetzt bauen wir das nämlich hier mit so einem Bogen da dran. So, Fußgängerbrücke soweit schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch möglichst am Boden diese beiden hier verbinden. Und am besten beide Straßen, na, Straßenseiten. So, dann haben wir nämlich da eine von beiden Seiten zugängliche Fußgängerbrücke, die hoffentlich dann hier auch den Geschäften ein bisschen Geldregen beschert. Das wäre so das Ziel, was ich damit eigentlich verfolge. Vollkommen eigennützig. So, dann hätte ich gerne hier auch noch eine Brücke. Ja, ich baue jetzt gerade Brücken, weil ich es kann. Tausende, weil ich einmal damit wieder angefangen habe und mir dann auffällt, wo ich noch überall welche hinstellen sollte und könnte. Das war schon wieder zu weit. Okay, dann machen wir das wieder rechtwinklig, wenn das mit dem Bogen nicht geht. Rechtwinklig geht's nämlich. Ach, jetzt komm, da ist die Straße im Weg. Da ist es zu eng für einen Weg. Ach, dammit. Gehen wir dann noch ein Stückchen weiter mit der Brücke und gehen dann erst nach unten, wenn die Straße da so eng ist. Kostet uns ein paar Häuser, weiß ich, aber immerhin haben wir dann da ein Brückchen noch stehen. Jetzt kommt dann der spaßige Part, wir müssen da irgendwie rüber, möglichst ohne
alle Häuser zu zerstören. Aber ich glaube, das da müssen wir zerstören. Das kommen wir nicht drüber. Da kommen wir gar nicht drüber, weil da die Straße ja schon im Weg ist. Da sind wir wieder bei der Logik, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Weil diese, da ist die Straße. Da steht auch schon eine Säule. Und wenn man jetzt an diese Säule eine weitere, einen weiteren Fußweg anschließen will, dann sind plötzlich beide Straßen im Weg. Das ist... Ja! Unlogisch! Hier in die Mitte zwischen die beiden Straßen, das geht ohne Probleme. Aber wehe, man will da noch was anderes hinbauen, dann ist vorbei. Abgesehen davon ist mir gerade was aufgefallen, was ich gerne mal ausprobieren möchte, nämlich... Nein, das geht natürlich nicht, da sind die Orte bereits belegt. Wäre ja auch viel zu einfach, wenn man diese Straße jetzt zu einer großen Kreuzung hätte umbauen können. Gut, wenn dem so ist und wir da eh nichts anderes Sinnvolles machen können, dann versuche ich jetzt mal... diesen belegten Ort irgendwie zu benutzen. Aber ich glaube kaum, dass ich das schaffen werde. Können wir denn... Warte mal, können wir denn... Alles schon belegt. Nee, alles belegt. Alles viel zu eng. Da Häuser kann man da bauen, aber einen Fußweg, also einen Weg, der für eine Person breit genug ist, das ist zu viel. Das können wir uns nicht mehr leisten. Keine weiteren Fragen. Da hinten haben wir noch ein bisschen markiertes Gebiet. Das müsste ich mal einmal... deselektieren hier hinten. Und hier ist noch ein bisschen was nicht markiert. Das können wir wieder nachmarkern. Da auch. Da auch. Ne, das geht nicht. Okay, hier könnten wir noch. Da könnten wir noch. Da könnten wir noch. Hier hinten irgendwie auch. So ein paar Pixel können wir da noch nachpinseln, aber das war's dann auch. Hier hinten nur die Gebäude, die schon gebaut sind. Aber ansonsten, nö, das war's. Wie sieht's denn aus? Wir kriegen immer noch ein großes Bevölkerungsplus. Das finde ich sehr gut. Das sollte nämlich hoffentlich auch unsere Steuern ein wenig in die Höhe schieben. Wie sieht's denn aus? Wir sind bei 10%, bei 11% für die Industrie. Das ist doch noch ganz okay. Ist doch noch relativ moderat. Geringer Bedarf an Wohngebieten im Moment. Ich will mal auf die Minimap klicken, die ich nicht habe. Jetzt klicken wir uns mal hier oben rein und gucken mal einmal, auch wenn es gerade Nacht wird. Ja, doch, hier sind ein paar Häuser gewachsen. Zwar nicht super viele, aber hier sind ein paar gewachsen. Da hinten ist aus irgendeinem Grund kein Wasser. Ach ja, dass der Winkel wieder zu spitz ist, klar. So, Wasser angeschlossen, Kreuzverbindung, fertig. Jetzt machen wir das hier auch nochmal, wenn es auch ein bisschen, naja, nicht symmetrisch ist, aber egal. Wir verbinden das hier auch nochmal, einfach nur, weil wir es können. Dasselbe gilt für das Stück hier. Damit haben wir dann alles, glaube ich, soweit angeschlossen. Da hinten ist immer noch das absolute Verkehrschaos wahrscheinlich. Ja, allgemein hier auf der Straße ist das absolute Verkehrschaos. Ich glaube, über kurz oder lang müssen wir da wirklich unbedingt eine Einbahnstraße draus machen. Weil so geht das wirklich gar nicht mehr. Das ist viel zu viel. Gerade hier vorne am Expo-Center, da staut sich das schon in diesen Autobahntunneln. Bis hier unten steht der Stau, bis in unseren Kreisverkehr. Leute, sorry, aber das kann ich so nicht verantworten. Das ist echt nicht mehr tragbar. Dann würde ich gerne auf der Seite eine Einfahrt machen von der Autobahn und auf der anderen Seite die Leute rausschicken, wenn es geht, auch direkt auf die Autobahn. Was ja hier nicht unbedingt schwierig ist, weil hier ist ja direkt ein Anschluss an das Netzwerk. Sollte es zumindest. Das ist dieser Tunnel hier unten. Können wir an den Tunnel dran? Das ist jetzt gerade so die Preisfrage. Können wir da dran? Dafür bräuchte ich dann bitte mal so eine Straße, eine Einbahnstraße. Das ist abgehender Verkehr. Und dann werde ich mal versuchen, mich von hier, am besten mit dem Bautool, in diese Richtung, in den Boden zu machen. Das ist mal das Erste. So kurz wie es geht, wie immer. Ein bisschen länger als nötig, weil sonst kriegen wir wieder Anschlussprobleme. Das hatten wir ja alles schon mal. Dann bauen wir uns mal bis hier drüben hin. Bis hier so. Machen dann da so einen Bogen. Versuchen uns da anzuknüpfen. Den Autobahnanschluss haben wir, das ist schon mal gut. Und die führt nur da rein, diese Autobahn, und die führt in beide Richtungen. Ich hoffe mal, dass die dann auch wirklich nur da in diese Richtung fahren und nicht andersrum irgendwie und hier unten diese Straßen total überlasten, weil eigentlich sollen die hier einfach nur auf die Autobahn. Mehr möchte ich da nicht. Die sollen nur auf diese Autobahn auffahren. Wir müssen die Auffahrten dann vielleicht noch zweispurig machen, weil ich glaube, die sind im Moment noch einspurig. Glaube ich. Bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, wir haben die nur als Auffahrten gebaut hier. Ja, die bauen wir dann mal hoch auf zweispurig. Dasselbe hier. Das Anschlussstück müssen wir dann gleich nochmal gucken, aber erstmal jetzt hier die Auffahrten. Die müssen dann zweispurig jeweils werden, mindestens. Da ist die Kurve zu eng und das Gefälle zu steil. Das war mir irgendwie schon fast klar, dass sowas kommen muss.
Das ist eine Abfahrt. Okay, das ist eine Abfahrt, die hier runterführt. Dann bauen wir die mal direkt neu. Und hier, ups, so müssten wir eine Abfahrt haben. In etwa hier so rausführt, würde ich sagen. Und dann in einem leichten Bogen, möglichst eben nicht zu einem zu harten Bogen, sich hier unten wieder anschließt. So, dann haben wir es doch schon. Das passt. Das ist zwei Spuren. Hä? Wieso kann denn da was reinfahren? Moment mal. Ach, das ist die Abfahrt nach da unten. Ja, gut. Da kann natürlich auch was reinfahren. Dann müssten wir das eigentlich auf vier Spuren ausweiten. Das ist diese hier. Damit das auch dem Ganzen gerecht wird. Was aber dann bedeuten würde, dass wir das hier alles aufrüsten müssten. Boah, was ein Scheiß. Ich glaube, wir können diese ganze Knobelklamotte hier alle nochmal neu bauen. Das reißen wir hier alles nochmal weg und bauen den ganzen Anschluss einmal neu. Weil da haben wir dann wirklich wahrscheinlich am einfachsten, wenn wir das alles neu machen, weil ansonsten kriegen wir nur Probleme. Versuchen wir das mal hier so raus, nach oben. So in diese Richtung. Und dann können wir da beide dran anschließen, denke ich so. Dann brauchen wir die zweispurige. Das ist die hier. Die müssten wir auch eigentlich nochmal neu bauen, weil sonst ist die total blöd. Zweispurige Einbahn, das ist die Auffahrt. Das müsste die rechte Spur dann sein. Auch noch lustig. Jetzt habe ich das nämlich eigentlich falsch gebaut. Das machen wir nochmal neu, weil die rechte Spur ja auffahren soll. Dieses Ding. Nochmal neu. Von hier nach da. Und nach oben. Eigentlich, ja doch, nach oben. Gut. Die rechte Spur fährt nach da hin und die andere muss dann so einen Bogen machen. Das heißt, wir können die ruhig so bis da bauen. Die rechte Spur ist die, die auffährt. Das heißt, so in die Richtung raus. So bis würde ich sagen, und dann nach oben. So und so. Dann haben wir die schon mal dran. Jetzt kommt die Abfahrt. Das ist jetzt der spaßigere Teil, weil die muss dahin. Andersrum eigentlich sogar, aber die kann ich ja gleich umdrehen. Die müsste dann nämlich einmal hier so einen Bogen schlagen. Das ist jetzt nicht unmöglich, aber ja. Kurve ist schon zu steil. Das Abreißtool möchte wieder nicht funktionieren. Die müssen wir dann, wie gesagt, gleich einmal umdrehen, weil die jetzt natürlich in die falsche Richtung zeigt. Hör auf, dich da anzuschließen. Was soll denn der Mist? Was ist denn das für ein Quatsch? Wir können keine Straßen über diesen Tunnel bauen, oder was? So, nochmal in die Richtung raus und nach unten. Nach ganz unten. Zu kurz können wir das wieder nicht machen. Wir müssen uns auch ein bisschen drehen. Das heißt, wir gehen jetzt nach ganz unten. Ja, da ist wieder irgendwas, weswegen wir nicht bauen können. Das heißt, wir müssen oben bleiben, so wie es aussieht. Hör auf, dich da runter zu bauen, du blödes Ding. So. Ging doch gerade. Ich habe doch gerade was leuchten sehen, blau. Aha, da geht's. Gut. Dann können wir uns nämlich jetzt hier runterbauen. Dann müssen wir da den Anschluss neu machen. Alter, die Musik, sie ist so laut. Ich hoffe, ich denke dran, die für euch ein wenig leiser zu machen. Ansonsten könnte das nämlich echt ekelhaft gut werden. Ja, der Anschluss ist wieder mal perfekt. Der ist vom Winkel einfach nur super. Also ich kann mir wirklich nichts Schöneres vorstellen, als hier so einen fetten 90-Grad-Winkel anzubauen. So, jetzt müssen wir nur die Straße wieder umdrehen, weil die ist jetzt falsch rum. Die Einbahnstraße. Nee, eigentlich nicht. Sie ist sogar richtig rum. So rum, so rum, so rum. Und die hier müssen wir umdrehen. Und dieses bitte auch. So, dann haben wir das. Dann können die nämlich da zweispurig direkt auf- und abfahren. Dasselbe müssen wir jetzt auf der Seite einmal machen. Das heißt, wir brauchen nochmal einmal das Abreißtool. Und dann müssten wir die vierspurige Straße wieder bauen, gehen nach da unten und schließen die hier direkt an. Das Zwischenstück, da müssen wir dann noch erweitern, logischerweise. Das habe ich jetzt bis jetzt total vergessen, beziehungsweise überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass wir das ja auch noch neu machen müssten dann. Gut, hier müssen wir neu machen den Anschluss, aber da haben wir das dann vierspurig, direkt in der richtigen Richtung. Das heißt, wir können dieses Verbindungsstück hier wegreißen, bauen uns da Einbahnstraßen hin und dann sollte das alles soweit gar kein Problem mehr sein. Auch die müssen wir gleich einmal noch umdrehen. Oder? Geht's direkt? Ne, wir müssen sie umdrehen. Klar, ich mache hier schon wieder Quatsch und so. So, die Einfahrt ist dran. Und dasselbe jetzt auf der Seite. Die schließen wir dann auch an. Das ist dann die Auffahrt. Die muss dazu raus. Und die müsste sich dann da anknüppern. Zweispurige Auffahrt. Yay!
Auf- und Abfahrt läuft. Dann müssten wir das da unten nur auch noch erweitern. Mindestens auf 4, wenn nicht sogar auf 6 Spuren. Ich glaube, ich lasse es erstmal bei 4. Das Zwischenstück hier. So, das ist jetzt auch erweitert. Das Anschlussstück sollte jetzt auch stimmen. Ja, ich denke doch. Dann haben wir da nämlich den Straßenanschluss direkt. Und alles, was hier jetzt ist, werden wir einmal komplett abtrennen. Das werden wir dann hier komplett einmal wegnehmen. Mal gucken, das hier können wir auch direkt wegnehmen. Diese Straße wird erstmal nicht mehr benötigt. Die können wir dann noch durchbauen. Die Möglichkeit ist da. Ich baue das jetzt hier auch nicht mit der Brücke um. Das bleibt schön so, wie es ist. Aber wir haben erstmal jetzt die Möglichkeit, da die Leute nur noch in eine Richtung fahren zu lassen. Und wir bauen jetzt oben hier auch die Einbahnstraßen um. Da hätte ich nämlich jetzt gerne die mit den Bäumen, die Einbahnstraßen. Genau die. Und zwar so, wie sie jetzt hier sind. Die sollen alle schön da runterfahren. In welche Richtung fahrt ihr jetzt? Ihr dreht alle um. Ich weiß zwar nicht genau, warum ihr das macht, aber ihr dreht alle um. Jetzt müssen wir nur hier Stück für Stück den ganzen Tunnel auch umbauen. Das ist immer so das tricky Problem, wenn man hier alles so umbauen muss. Und im Tunnel sieht man nicht mal wirklich die Fahrtrichtung, ob das jetzt funktioniert. Ich sehe nur, dass die Autos in die falsche Richtung fahren. So, wenn sie keine Möglichkeit zum Wenden sehen, dann scheinen die Autos einfach zu verschwinden. So, das letzte Stück. Dann haben wir den Tunnel schon mal komplett umgedreht. Das ist jetzt eine reine Einbahnstraße. Die fahren da jetzt alle rein. Aber hoffentlich nicht mehr raus. Und jetzt müssen wir das Ganze hier durch die Stadt einmal auch machen. Ich glaube, das hat jetzt... Nein, du bitte nicht. Du bleibst bitte eine in alle Richtungen offene Straße, nur die hier nicht. Die führen alle noch in die... Ja, natürlich ist da die Fußgängerbrücke sofort abgerissen worden. So, hierum führt diese Straße jetzt natürlich nicht in die richtige Richtung. Hallo? Das Stück scheint sich nicht umbauen zu lassen. Ach, das war nicht upgraded, darum geht's nicht. So. Alle umdrehen, alle in diese Richtung. Ich müsste mal einmal aus dem Verkehrstool raus, damit ich sehe, wo hier noch was ist, aber irgendwie sehe ich gerade gar nichts. Ich baue hier gerade auf gut Glück. Nein, die waren schon umgedreht. So, dann müssten wir da einmal raus und einmal nach den Pfeilen gucken, ob hier noch irgend... Da zum Beispiel, da ist noch was, so wie es nicht sein sollte. Jetzt scheint es ganz gut zu sein. Alle in die Richtung, alle in die Richtung. Sind hier noch irgendwo Pfeile in die andere Richtung? Ich glaube nicht. Doch da, da ist noch ein Problem. Da ist noch ein Stück Straße nicht upgraded und nicht umgedreht. Jetzt sollte es laufen. Jetzt sollte Verkehr alles in eine Richtung fließen. Und den Stau hier hoffentlich gleich mitnehmen. Dann brauchen wir auch hier die Abfahrt und diesen Kreisverkehr eigentlich nicht mehr. Das heißt, wir bauen den mal um. Einen von den beiden Tunneln könnten wir entweder totlegen oder wir legen die beide in dieselbe Richtung. Im Moment tendiere ich eher zu totlegen. Den benutzen wir im Moment nur nicht. Das heißt, wir nehmen hier das Anschlussstück weg, machen diesen Krüppelkreisverkehr gleich mit weg. So, und legen den Rest neu. Das Stück hier können wir auch zerstören, das hier auch. Das brauchen wir alles nicht mehr. Und legen dann eine Autobahn dahin, schallgedämpft natürlich. Also schallgeschützt, die dann einmal direkt hier sich anschließt. Und fertig. Natürlich ist die Brücke sofort kaputt. Das ist ja irgendwie so normal, dass wenn man Autobahnen baut, die Brücken automatisch kaputt gehen. So, die ist schon mal wieder angeschlossen. Wir haben noch irgendwo eine zerstört. Das war, glaube ich, die hier nach drüben. So, die nehmen wir dann jetzt auch mal und bauen die gleich nach unten. Zack, dann haben wir die auch schon wieder fertig. Hatten wir noch irgendwo eine? Ich glaube, am Brandenburger direkt. Oder? Ne, da hatten wir anscheinend keine. Da sind Tunnel. Genau, da haben wir Tunnel gebaut. Gut, dann sollte das jetzt hoffentlich das Verkehrschaos ein wenig lüften. Gucken wir mal rein, ob die auch alle schön auf die Autobahn auffahren. Im Moment habe ich so das dumpfe Gefühl, dass die alle hier in die Stadt reinfahren, was ich ja eigentlich überhaupt nicht wollte. Wenn es wirklich so ist, dass die nicht auf die Autobahn, sondern in die Stadt reinfahren, dann ändern wir das nochmal. Dann gibt es hier keine Verbindung mehr zur Stadt für diese Autobahn. Oder wir bauen die Auffahrt einzeln nochmal für die, dass die gefaced über die Autobahn fahren müssen. Im Moment ist hier der herbste Stau. Welche Fahrtrichtung ist das denn? Warum staut sich denn hier alles? Das ist die Einfahrt. Ja,
Das ist eine Ein- und Ausfahrt auf dieser Straßenseite. Ach ja, genau. Das ist das Problem. Also die, die da jetzt rein wollen, die kommen im Moment nicht rein. Das ist natürlich blöd. Folge ist übrigens schon seit 5 Minuten zu Ende. Das heißt, ich mache hier gleich endlich mal einen Cut. Die kommen hier gerade nicht raus. Das heißt, wir bräuchten hier unten einen anderen Autobahnverteiler. Den Anschluss müssen wir beim nächsten Mal, auch wenn wir jetzt einiges an Zeit reingesteckt haben, dann nochmal neu machen. Dann kommt da am besten wirklich ein unterirdischer Kreisverkehr oder sowas nochmal hin. Und dann kriegen wir das bestimmt hin. Auf jeden Fall bin ich hier jetzt dann erstmal wieder raus. Geh mal als Endscreen hier über unseren etwas totgelegten Tunnel. Ich hoffe mal, dass der Verkehr hier hoch jetzt fließt. Im Moment ist der noch ein bisschen brockig, aber ich denke mal schon, das wird gleich laufen. Also brockenhaft, der hier hochkommt. Da oben fließt zwar halbwegs, aber hier unten ist noch der herbste Stau. Ich hoffe mal, das ist nur ein Rückstau von vorhin und das wird nachher besser. Werden wir sehen. Auf jeden Fall einmal das Verkehrstool aus, auch wenn es gerade dunkel wird. Und stelle mich hier so über die Stadt, denn hier haben wir gerade hauptsächlich dran gearbeitet. An der Stadtautobahn, die hier quer durchgeht und am Anschluss unten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao, ciao.